So, da sind wir schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Wir machen eine Fitnesskarte auf unsere Mannschaft drauf. Das ist wichtig. Hat Ruslana auch immer gemacht mit Kindern. Mama Ruslana hat das immer gemacht. Okay. Und wir haben einen Unentschieden, eine Niederlage und das heißt jetzt also im dritten Spiel in Liga 1 wünsche ich mir dann mal einen Sieg. Das wäre toll und das wäre gleichzeitig unser 100. Sieg hier bei FIFA 16 Ultimate Team. Mittlerweile Folge 170, Alter. Krass. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch geht. Keine Ahnung, im Moment habe ich noch ein bisschen mehr Bock auf Ultimate Team. Es wird auch wieder Tage kommen, wo ich jetzt dann vielleicht nicht so viel Lust drauf habe. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ne? Aber insgesamt ist es schon unsere, es ist schon die 160. Folge, ne, 170. Folge von Ultimate Team. Rechne da mal dann noch Karriere mit dazu. Ich weiß nicht, wie viele Folgen Karriere das mittlerweile sind. Ich meine, das sind jetzt 4 Seasons. Pro Season waren es, glaube ich, so um die, also lass es mal 30 Folgen mindestens gewesen sein. Stimmt gar nicht, bei der England-Season waren es ja auch schon, mindestens 40 Folgen. Also 40, 80. Dann sage ich mal, bei der ersten BVB-Season auch nochmal 50, sind wir bei 130, sind wir bei über 300 Folgen FIFA mittlerweile. Krasser Scheiß, oder? Heftig. Und wenn diese neue Saison jetzt abgeschlossen ist, die wir jetzt ja noch haben bei Karriere, sind wir bei fast 380 Folgen. Plus die Ultimate-Team-Folgen, die jetzt noch kommen, sind wir bei fast 400 Folgen FIFA bis zum neuen Release. Heißt, bei mir gab es fast jeden Tag, also 365 Tage lang jeden Tag ein FIFA-Video. Heftig, oder? Okay. Jetzt aber genug der Zahlenspiele, wir liegen 1 nach hinten, wir müssen jetzt aufpassen. Boah, Gott sei Dank nicht. Jock. Boah, der haut ganz schön rein gleich, der Typ. Ich habe mir sein Team jetzt gerade gar nicht angeguckt. Tor. Auch wieder ein italienisches Team. Okay. Mit Dybala, mit Dumbia, mit... Hast du nicht gesehen. Mit Valbuena. Alter! Yes! 1-0! Durch Valbuena. Ja, ist wieder so ein typischer FIFA-Moment. Only in FIFA. Er spielt den Easy durch die Abwehr von uns, schießt an die Latte, also köpft an die Latte. Wir rennen einmal mit Valbuena nach vorne. RB-Schuss, Palm-Tor. Ja, es ist halt immer so ein bisschen, klar, ist ärgerlich natürlich für den Gegner, aber ganz ehrlich, ist mir relativ egal. Das habe ich mittlerweile gelernt. Da kein Mitleid zu haben, sondern das ist mir relativ wurscht. Da sitzen ja irgendwo alle in einem Boot. Irgendwo ist alles immer dann ausgleichend. Nö, ja, ist einfach so. Ist zwar doof. Klar. Aber es schert sich bei mir auch jeder einen Dreck drum. Der Gegner zumindest. Und, oh Gott, wenn da irgendwo mal was ist. Zum Beispiel wieder ein lächerlicher Elfmeter gepfiffen wird oder so. Das bockt den Gegner ja auch nicht. Ich bin ja dann sogar so, dass ich mittlerweile sage, okay, ich bin so fair play, dass ich die teilweise sogar extra verschieße. Ne? Wenn das Schwachsinn war, wenn es eine Schwachsinnsentscheidung war. Foulspiel, Alter. Hallo? Oh, Vorsicht. Callejon. Hat eben schon eine krasse Chance gehabt, aber... Weil das Ding ist noch nicht geklärt, jetzt aber. Ribéry. Alaba. Und Griezmann. Oh. Jetzt ist lieber Griezmann. Schön gespielt, Dumbia. Boah, der ist schön gespielt. Richtig gut gesehen da oben. Die Abwehr. Wir müssen besser verteidigen. Das geht so nicht. Das kannst du nicht bringen. Stark von Boateng. Und weg damit. Ja, sowas muss halt auch mal dabei sein. Einfach mal nach vorne klöppeln. Achtung vor dem sein Schuss. Der hätte einen sehr guten Schuss gehabt. Nein. Schön. Ribéry. Ach, damn it, Alter. Weg. Alaba. Mit dem Außenriss da drüben auf Di Maria. Schön. Schön. Oh, gut gemacht von Di Maria. Prima. Ah, pff, hallo? Hä? Alter, wie ich da gerade gesandwiched wurde, Mann.
Ja, klar, und es ist kein Foul. Natürlich nicht. Hey. Dybala. Natürlich ist er drin. Ja, okay. Es war ein verschissenes Foul da vorne gerade. Machen wir wieder ein bisschen defensiver. Das hat beim letzten Spiel auch ganz gut geklappt. Über den Wolken muss die Freiheit wohl cringelos sein. Kann ich das sagen? Ich hab's selbst gesehen. Proschka Geld ausgegeben dafür. So teuer. Das ist zu teuer. Ich hätt's gesehen. Brauchst nicht ausgeben. Gibt's doch gar nicht. Mann! So. Take that, bitch. Okay, vor damit. Schön, Griezmann. Schade, ich dachte, Lacazette kommt vielleicht. What's this? Tobi. Du, Tobi. Weißt du noch damals? Als dir gesagt wurde, dass in Liga 1 sowas nicht passieren darf, weil da gibt's sowas nicht. Es gab da aber tatsächlich jemanden, der mal in die Kommentare geschrieben hat, weil mir das auch mal passiert ist. Du willst in Liga 1 spielen? Wenn dir das in Liga 1 passiert, wirst du gefickt, Junge. Ja. Da sieht man mal, es kann immer passieren. So. Finish it. Sauber. 3-1. Lacazette, kein Abseits, da hat man es gesehen. Der mit der etwas gröberen Mähne auf dem Kopf. Der hat das Abseits aufgehoben, war kein Abseits. Lacazette mit einem Doppelpack und jetzt läuft es da vorne auch endlich mal. So muss das nämlich. Oh, Griezmann. Ah, schade. Schatzk. Ah, Penis. Boateng. Yo. Griezmann, wo ist Lacazette? Er macht jetzt einen Triple-Hattrick. Was? Ein Triple-Hattrick? Da müsste aber noch ganz schön viele Tore schießen. Oh, Matuidi. Was? Ah. Bitte. Das war aber nicht gut, Tobi. Tuvi. Tuvi, das war nicht gut. Ja, war echt nicht gut. Ah, fuck it. Abseits. Nee, ganz oben. Oh, ich hätte gehen müssen. Maria. Oh, Penis. Das war meine eigene Dummheit jetzt gerade. Oh, Vorsicht, Vorsicht, der ist schnell, der Kalakorn. Achtung. Weg damit. Nein. Nein, Golan. Weiß, wo der hin will. Vorsicht. Boah, naja. Sauberst. Lacazette. Oh, wenn der da jetzt hätte. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Okay, Neuer. Oh, Lacazette schön in die Szene gesetzt, aber. Hinschub doch, Kind mit der Trainer. Achtung. Nein. Oh, Freistoß. Er pfeift tatsächlich den Freistoß. Krass. Da ist natürlich, also der hat ganz schön viel Pech gerade, mein Gegner. Tut mir natürlich auf eine gewisse Art und Weise leid, aber ich hab's ja vorhin schon thematisiert. Bockt mich nicht. Also es tut mir leid, aber sonst interessiert es mich relativ wenig. Ob mein Gegner jetzt Pech hat oder nicht, ist mir relativ egal. Vorsicht. Stark von Boateng. Ist doch Boateng, oder? Ja, klar. Ah, Griezmann wäre gerade durch gewesen. Aber jetzt ist Halbzeit. Eine aus unserer Sicht relativ erfolgreiche Halbzeit, seitdem wir wieder auf Defensive gestellt haben, ne? Das irgendwie paschtet. Das pascht zu der Mannschaft. Wenn wir das auf Defensiv stellen, das kann man ruhig mal machen. Öfters. Ja, das kann man ruhig echt öfters ruhig mal machen. Oh, Lacazette. Oh. Hey.
Das hilft irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie steht dann die Defensive ein bisschen stabiler. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil wir mehr defensiv stehen. Alter, der Pass. Die Maria. Kommt da einer mit? Nee. Schade. Alter, das ist rot. Alter, das ist rot für Ribéry nochmal. Der hat ziemlich hart in einen Golan rangeht. Uiuiui. Weg damit. Griezmann. Komm schon. Ja. Jetzt unten. Schön auf die Maria. Nee, Quatsch. Das ist Matuidi. Oh, Griezmann. Der kommt da nicht hin. Schade. Also wie gesagt, beim Gegner ist viel Pech dabei. Muss man ganz klar sagen. Aber ein so eine Situation, einmal irgendwie vor das Tor kommen lassen, ein Tor schießen lassen, ruckzuck ist der wieder im Spiel drin. Das heißt, wir sollten vorne vielleicht gucken, dass wir das Ding dann doch irgendwie so langsam entscheiden. Was mache ich denn? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich Vollhorst. Ich wollte eigentlich Heber machen. Ja, leck mich halt am Arsch. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Vorsicht, die Baller. Die Baller. Macht er super, die Baller, Neuer! Endlich haben wir auch mal Glück. Endlich haben wir auch mal Glück. Ja, super gemacht mit die Baller auf jeden Fall, keine Frage. Oh. Nein, Golan. Ja, komm! Lacazette. Oh, da kommt schon wieder einer, das gibt's nicht. Chiellini. Oder Chiellini, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Chiellini, Chiellini? Keine Ahnung. Super gemacht. Boah, Alter. Auch wieder so ein Ding. Ja gut, also im Vergleich mit dem Foul von Ribéry vorhin ist das natürlich schon in Ordnung. Da keine Karte zu geben, ganz klar. Und Buena verliert jetzt vielleicht den Ball. Ja, und da kommt Neuer nicht raus. Kalekorn ist da. Boateng ist da. Alles easy. Wir tun gerade mal auswechseln. Wir bringen mal Hernandez vorne rein. Für Griezmann, wir bringen mal auf rechts einen gewissen Herrn Bale. Und wir bringen Hazard für Ribéry. Oder Hazard. Das war übrigens kein Foul. Ich war ganz klar Ball gespielt. Gespult. Ball gespult. Achtung. Ja, vielleicht hätten wir auch mal bei Buena rausholen müssen, aber okay, passt schon. Oh, war Buena, da war ihn. Und da ist Hernandez, der neue. Check it out, bro! Das ist Lacazette! Das kann ich Hernandez! Das ist Lacazette! Wahnsinn, ey! Boah. Das war kein Heber übrigens. Das war kein Heber. Das sag ich dir. Das wird der 100. Sieg, Freunde. Der 100. Sieg bei FIFA 16 Ultimate Team. Hat viel zu lange auf sich warten lassen. Oh, wieder Dybala. Wieder Dybala. Wieder klasse gemacht von ihm. Ah, krass. Krass, krass, krass. Wir können halt wieder echt easy hinten rumspielen. Und er hat halt genau das, was wir letzte Folge hatten. Geht nichts durch. Kein Ball kommt durch. Und bei uns hier, guck mal. Klappt einfach alles. Das ist... Ich glaube, EA hat nicht nur, aber ich sag da nichts mehr zu. Ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts mehr zu, Freunde. Schöne Flanke auf Valbuena. Schade. Ah, Dybala. Würde ich ein Türchen gönnen, dem Dybala. Der macht das super. Der spielt halt gut. Matuidi. Schickt Hernandez. Der schickt Lacazette. Oh! Schade. Mit dem schwächeren Winkel. Evermo, Spelge gezirkelt.
Catch mal machen. Das ist auch Idee. Gib mir den Ball. Give it to me. Die Baller. Ach komm. Ich wollte es halt auch einmal machen. Lasst mich halt. Ich mach das sonst nie. Also eher selten. So. Richtig gut. Und das war die vierte Bude von La Cassette in diesem Spiel. Also wenn einer in diesem Spiel aufgewacht ist, wenn einer in diesem Spiel endlich mal... Oh, schön gemacht, schön gemacht. Und... Das ist so ekelhaft. Das ist echt so ekelhaft. Oh, das ist mies, Alter. Ja, es ist einfach nur mies. Ja, wie gesagt, La Cassette ist da, ja. Der weiß auf jeden Fall jetzt, wo das Tor steht. Oh. Kann nicht sein. 84. Minute. Ist immer noch nicht vorbei für den armen Kerl. Was war das denn? Oh. Komm her, guck mal, ich hol. Soll ich dir mal. Komm, ich hol dir mal den Torwart raus. Komm. Und? Oh. Schade. Nein, Golan. Das ist bestimmt, weil ihm das Füße noch wehtut von der Ribéry vorhin. Alexandro hat sich verletzt. Da kann ich mir nichts für, glaube ich, oder? War ich nicht dran schuld. Alter! Alter! Oh ey, komm, das ist assi, Alter. Echt. Das ist echt ekelhaft einfach nur. Als hätte er irgendwelche A-Jugend, nicht mal A-Jugendspieler, selbst die würden ihn reinmachen. Aber das, also, an diesem Spiel, anhand dieses Spiels, jetzt mal ganz ehrlich, an alle, die immer meinen, ich würde das nur als Ausrede benutzen und hast du nicht gesehen, anhand dieses Spiels müsst ihr doch jetzt endlich mal erkennen, wie fucking gesteuert das alles ist. Das müsst ihr doch jetzt echt mal erkennen. In der ersten Halbzeit vielleicht jetzt nicht so extremst, aber... Allein in der zweiten Halbzeit, der hat, glaube ich, dreimal ans Aluminium geschossen. In der ersten Halbzeit schon Aluminiumtreffer. Und hat eigentlich mindestens genauso gut gespielt wie wir. Ich habe in der letzten Folge verloren durch zwei dumme Abwehrfehler. Da bin ich in dieser Folge gar nicht zu gekommen. Ja. Obwohl er gut gespielt hat und obwohl er seine Chancen hatte. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das was mit der schlechten Fähigkeit des Gegenspielers zu tun hat. Das ist doch einfach nur, das ist sowas von gesteuert und ich hoffe, dass man das bei FIFA 17 wirklich rausnimmt, weil es gibt Leute, die bezahlen fucking Geld für dieses Spiel. Ich weiß, da ist dann auch nicht, sind selber dran schuld, aber es gibt Leute, ich habe in dieses Spiel, ich weiß nicht, wie viel Euro ich in dieses Spiel gesteckt habe, aber dann noch nicht mal die Möglichkeit zu haben, sag ich mal, wirklich einen fairen Wettbewerb zu haben, sondern einfach nur zu hoffen, boah, lässt mich das Spiel hoffentlich heute gewinnen bei diesem Spiel oder sind meine Spieler wieder super schlecht und behäbig und können sich kaum übers Feld bewegen, weil sie sich so spielen, als wären sie 100 Kilo schwer. Oder 50 Kilo von mir aus oder sowas. Ja? Also ich hoffe wirklich, dass da bei FIFA 17 endlich mal was gemacht wird, weil das funktioniert einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Aber wahrscheinlich wird es jetzt wieder welche geben, die sagen, Tobi, das ist alles nur eine Ausrede, weil du scheiße bist. Ja, genau. So ist es. Ein Hoch auf die, mit denen man über sowas in den Kommentaren ganz gut diskutieren kann. Und in diesem Sinne bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr möchtet, für 16 Ultimate Team. Bis dahin. 100. Sieg! Ja. Bis dahin. Ciao.